Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Happy Singing Budgeter. Wenn ihr das hier seht, kommen wir zu unserem Lieblingsvideo. Das ist das Cash Stuffing am Anfang des Monats. Und ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich hier habe. Wir müssen mal zählen. Also das hier ist das Spielgeld, das kann ich schon mal verraten. Wir haben hier 25, hier jeweils 25. Das heißt, das sind insgesamt 100 Euro und hier liegen nochmal 20 Euro. Dann haben wir 50, also 100 dazu sind wir bei 220, 240, 260, 280, 200, 300, 320, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 390 Euro, die wir heute verstaffen werden. Und wir fangen an mit dem Spielgeld, denn ich brauche den Platz. Mein Spielgeld kommt in meine Truhe. So. Hoffentlich auch ein bisschen geordnet. Ich meine, nach der ersten Spielrunde hat sich das wieder, aber am Anfang freue ich mich, wenn da ein bisschen Ordnung drin ist. So, das große Geld nach links und das viele Geld. Ja, da geht's schon los hier. Ja, genau deshalb wollte ich das Kleingeld abbauen. Deswegen jetzt einfach nur hier rein. Ich suche es sowieso dann raus für die jeweilige Spielrunde. So, es das heißt nicht, dass ich mein Geld nicht achte. Ich liebe mein Geld. Ich finde das sehr schön. Yes! Oh, ich fühle mich gerade wie Dagobert hier, ne? Baden in Geld. Sehr schön. So, okay, ihr Lieben. Das war schon mal das Spielgeld. 120 Euro haben wir diesen Monat. Das finde ich super. Wir haben 5 Wochen. Das heißt 24 Euro pro Woche. Das kriegen wir hin. Ne? Okay. Oh, das ist auch ganz schön schwer. Jetzt haben wir noch den Rest. Beziehungsweise, das hatte ich jetzt natürlich vergessen, wir haben auch wieder 50 Euro, die wir in Spielgeld haben. Das ist nämlich für meine finanzielle Freiheit, was wieder überwiesen wird auf mein Konto. 50 Euro, die kommen auch zum Spielgeld dazu. So, jetzt geht es hier um das andere Geld. Und dafür holen wir mal meine variablen Kosten und switchen dich ein bisschen. So. Okay. Und zwar, wir gehen am besten einfach meine Tüten durch. So, Lebensmittel bekommt im Monat Mai 5 Wochen auch 120 Euro, genau wie die Spiele. Aber da habe ich schon was ausgegeben, nämlich knapp 30 Euro und habe jetzt noch 91,30 Euro. 1,30 Euro sind hier schon drin. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 90 Euro. Und das mache ich mal in 20ern. 2, 4, 6, 8, 9. Das ist doch gut. So. Dann gucken wir mal, dass wir die ein bisschen falten. Da geht's rein. So, ich finde ja diese Tüten ganz gut, ne? Mit diesen Dreierschaltungen. Auch wenn das bei einer 5 Wochen Monat ist das natürlich dann ein bisschen schwieriger, aber dann packe ich einfach in den letzten Monat zwei Varianten rein, beziehungsweise zweimal. So, komm. Komm, komm, komm. Sehr schön. Und dann 20 und 40. Und nochmal 20 und 40. So. Dann müsste das auch passen. So. Genau. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Und die 10 Euro, die packe ich hier einfach schon mal in diesen mit rein. Und da seht ihr, ich habe auch schon ein bisschen Kleingeld drin, nämlich die 1,30 Euro. So, dann haben wir insgesamt 91,30 Euro. Den packe ich mal außer Sichtweite hier wieder in meinen Binder. So, das waren die Lebensmittel. Und wir gehen weiter zur Drogerie. Die Drogerie bekommt bei mir immer 10 Euro. Das ist auch diesen Monat so. So, Fahrtkosten bekommen bei mir jeden Monat 70 Euro und das ist auch in diesem Monat so.
Alles, was da tatsächlich über ist, wenn da am Ende des Monats was über ist, das packe ich dann meistens ins Auto, weil da gehört ja irgendwann irgendwie auch hin, ne? So, jetzt haben wir die neue Kategorie Singen. Ich mache jetzt ja wieder Gesangsstunde. Da kostet eine 75, 25 haben wir schon, der 50er kommt dazu, dann ist die auch finanziert. Sehr schön. Da brauche ich noch ein Dashboard und einen Tracker anscheinend. Naja gut, wobei das ist jeden Monat raus und rein, da brauche ich nicht wirklich einen Tracker. Die Freizeit bekommt 20 Euro. So, und sobald bei Lebensmitteln mal ein paar Fünfer und ein bisschen Kleingeld kommt, wird hier auch was gewechselt. Aber momentan ist das völlig okay. Restaurant bekommt auch 20 Euro. Wobei ich auch sehr viel eingeladen werde im Mai, da freue ich mich auch schon. Und ungeplant bekommt 10 Euro und damit bin ich fein. Sehr schön. So, wow. Das ist er. Jetzt ist er wieder voll. Jetzt kann ich tanken. Mein Auto freut sich. Genau. Oh, ist das schön. Ist das ein schönes Gefühl, wieder, ne? Ein volles Portemonnaie zu haben. Sehr cool. Sehr cool. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Mai. Volle Beine, volle Taschen, volle variable Töpfe und auf dass der Mai ganz toll wird. Ja, finanziell und auch mit all den anderen Sachen, die ihr euch wünscht, auf dass ganz viele positive Sachen in euer Leben kommen. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!